habe einen Gast, einen der the Master of the Universe. Er ist praktisch der Geldflüsterer. Also wenn man was über Geld wissen will und wenn man was über Bitcoins wissen will, dann lädt man ihn ein. Rainer, schön, dass du da bist. Was ist denn ein Bitcoin? Zunächst mal Nullen und Einsen. Ja. Und gemacht wird er in einem Prozess, der analog zum Gold Mining heißt. Also er wird geschürft. Und dieser Schürfprozess ist eine, ja, eine Art Rätsel, eine Charade, das Lösen eines Rätsels. Und wenn man dieses Rätsel löst, dann öffnet sich quasi ein Schrank und in diesem Schrank liegt ein Bitcoin. Das ist also... Es sind jetzt keine einfachen Rätsel, nicht, dass man da auf den falschen Tag kommt. Das ist so, als würdest du beim Würfeln so lange würfeln müssen, bis du 1000 Mal dann eine 6 hast. Aber Rainer, ich bin ja kein Bitcoin-Besitzer, aber ich bin Zeitungsleser. Mhm. Und ich lese, Bitcoins werden an den Börsen gehandelt und bei diesem Bitcoin-Mining wird inzwischen so viel Energie verbraucht wie Dänemark im ganzen Jahr. Und da kann man natürlich extrapolieren, wenn immer mehr Menschen an der Spekulation am Bitcoin teilnehmen wollen und offenbar ist dieses Bitcoin-Mining ja sehr energieaufwendig, dann kann ich mir natürlich als Physiker leicht ausrechnen, wenn das so weitergeht, ja, dann ist es ja irgendwann so weit, dass der Weltenergiebedarf dafür herhalten muss, um diese virtuelle Währung da zu meinen. Also es gibt Prognosen auf 2024, dass dann der gesamte Das ist ja nicht mehr lange. Ja? Naja, aber du hast gerade gesagt, das kann ich mir leicht herleiten. Extrapolierst du linear? Potenziell. Ich würde dann schon sagen, ich habe 10%ige Steigerung und dann bin ich natürlich relativ schnell. Sicher, jetzt fangen wir an, die Innovation mit reinzurechnen. Ja, also das ist ja ein evolvierendes System, dass sich eigentlich jeden Tag neu erfindet. Also es gibt also sehr es wird viele, weniger Energie brauchen. Ich denke, das wird darauf hinauslaufen. Ich sage immer, das ist wie ein Stahlwerk 1850. Da haben wir auch mit anderen Wirkungsgraden Stahl. Okay. Fangen wir doch mal historisch an. Wie ist man denn auf den Gedanken gekommen, Kryptowährungen einzuführen? Warum hat man denn das gemacht? Das Mann ist schon mal, also... Oder ist, wer, ne, wer und ja, was? Wer, ja, das ist genau die interessante Frage. Also entstanden ist das, oder es gibt einen Aufsatz zu diesem Thema von einem Menschen, der heißt Satoshi Nakamoto. Mhm. Wobei keiner weiß, ob der so heißt und ob es ihn gibt. Mhm. Der ist, glaube ich, 2009 erschienen, also nach der Lehman-Krise jedenfalls. Mhm. Und das ist ein Programmierer, wo er im Prinzip die Säule und den Code und das Protokoll dieser Währung beschreibt. Mhm. Ja? Und damit hat das alles angefangen. Was steht in dem Protokoll drin? Also wenn du von wie dieses System funktioniert. Vielleicht sollte ich es kurz erklären. Ja. Also es geht im Prinzip darum, dass normales Geld, das Geld, das wir jeden Tag benutzen, dieses Fiat-Geld auf Girokonten, das ist ja auf Vertrauen basierend. Ja. Also ich gehe zu einer Bank, bei der Bank habe ich ein Konto, auf dem Konto sind 500 Euro. Ich vertraue darauf, dass die Bank in der Lage ist, mir diese 500 Euro auszuzahlen. Wir vertrauen darauf, dass der Staat und die Zentralbanken und die Banken so zusammen funktionieren, dass wir jederzeit unsere Ansprüche geltend machen können und an unser Geld rankommen. Ja. Vertrauen, okay? Gut. Mhm. Das Bitcoin-Prinzip ist Misstrauen. Das funktioniert schon mal völlig anders. Mhm. Das basiert alles auf einem Rechnernetzwerk von mehreren 100.000 Rechnern. Mhm. Und jetzt kommt jemand, sagen wir mal, wir beide wollen uns Bitcoin überweisen. Ja. Ja? Wobei das Bitcoin ist wie Bargeld. Also wir würden es nicht überweisen, sondern ich würde dir quasi Bitcoin digital übergeben. Mhm. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Ja? Also es ist kein Konto. Ja. Bitcoin ist wie Bargeld. Ja. Wenn du verlierst, ist es weg. Ist es weg. Mhm. Jetzt kommst du in dieses System rein und dann werden wir beide erstmal mit Misstrauen betrachtet. Also man wird, genau, man wird also sagen, du darfst das Geld nicht kriegen und ich habe das Geld nicht, um es zu überweisen. Ja. Und dann wird in einem Art ewigen Kontoauszug, auf Englisch nennt man das Ledger, in einem Art ewigen Kontoauszug, guckt die Gemeinde, die Community nach, ob ich zum Beispiel dieses Geld habe. Also die gucken dann, der eine hat irgendwann mal 100 Bitcoin gekauft, dann hat er 20 ausgegeben, hat 15 dazu verdient und so weiter und so weiter. Das ist interessant. Also während in dem anderen System ja auch Anonymität, also wir beide machen Geschäfte irgendwie, von den anderen gar nicht betrachtet wird, ist es beim Bitcoin genau andersrum. Zunächst einmal, damit diese Handlung überhaupt sich vollziehen kann, gucken alle mal, ob wir überhaupt Mitglied im Club sein dürfen. Richtig, so nach der Art läuft's, aber sie wissen nicht, wer wir sind. Okay. Ja, so. Ja. Das ist natürlich jetzt eine Sache, die Energie kostet und aufwendig ist. Also sowohl echte Energie als auch halt, warum soll ich das machen, wenn ich da nichts für kriege? Ja. Ja? Und deswegen wird im Hintergrund sozusagen bei diesem Prozess werden neue Bitcoins erzeugt. Mhm.
Und das stellt man sich am besten so vor, als wenn man im Fitnessclub, da ist ein Spind und in dem Spind liegt ein Bitcoin. Ja. Und vor dem Spind ist ein Vorhängeschloss. Mhm. Und um dieses Vorhängeschloss aufzumachen, muss ich Rechenaufgaben lösen. Also da rechnet jetzt ein Rechner und rechnet, löst diese Aufgaben. Wenn er diese Aufgabe gelöst hat, dann geht der Schrank auf und er kann sich den Bitcoin rausnehmen. Und das ist die Belohnung, die er bekommt, weil er die Verifizierung gemacht hat von von der Transaktion. Hat sich also hart erarbeitet. Genau. Ja. Und so funktioniert das System. Und es gibt, im Programmcode ist eine Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins festgelegt. Das ist also eine endliche Menge. Die dann, also das ist auch anders als bei unserem Geld. Ja. Wird ja nachgedruckt bei uns. Ne? Unser Geld, das wir haben, ist intrinsisch inflationär. Mhm. Das ist nichts Böses, sondern passt halt zu unserer Art zu wirtschaften. Ja. Und der Bitcoin ist intrinsisch deflationär. Aha. Weil er ja eine feste Obergrenze hat. Ja? Ja. Das ist auch ein Unterschied zum jetzigen Geldsystem. Mhm. Also es ist im Prinzip ein auf den Kopf stellen des Fiat-Geldsystems. Und es ist eine Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 gewesen. Richtig. Gibt es denn sowas wie einen Gegenwert bei Bitcoin? Also kann ich denn sicher sein, dass wenn ich die irgendwann mal wieder... Als Ökonom müsste ich sagen, der Nutzwert. Der Nutzwert. Ja, also der Nutzwert besteht ja, es gibt ja in Deutschland nicht so ausgeprägt, aber zum Beispiel in Toronto gibt es 100 Geldautomaten, aus denen man Bitcoin ziehen kann. Da steckst du die Kreditkarte rein, dann kriegst du einen Dollar abgebucht und Bitcoin auf dein Wallet geladen. Also das heißt, in Toronto ist Bitcoin wirklich, wird wie eine Währung gehandelt. Wird wie eine Währung genutzt dann. Von bestimmten Kreisen, ja. Aber also das wäre ja in Deutschland nicht erlaubt, weil bei uns unterliegen Währungen dem Währungsgesetz und hier kann niemand kommen. Wobei man kann auch in einem Café, in Cafés in Berlin zum Beispiel, gibt es welche, da kannst du einen Kaffee mit Bitcoin bezahlen. Also, oder mit, Satoshi, mit Satoshi. Satoshi ist der Cent vom Bitcoin. Ich meine, es ist ja ohnehin so, wenn man sich mal überlegt, wenn wir über Geld sprechen, haben wir uns längst daran gewöhnt, dass es für ein Stück Papier, auf dem 20 Euro stehen, es eigentlich ja auch keinen richtigen Gegenwert mehr gibt. Da steht ja nicht drauf, wir garantieren Ihnen, dass Sie für diese Banknote hier 20, irgendwie was zu 20-faches kriegen. Also wir haben uns längst daran gewöhnt, dass wir mit virtuellem, also mit virtuellem Vertrauen arbeiten. Richtig. Und bei dem Bitcoin habe ich aber praktisch das Vertrauen ja auch in so einer bestimmten Form gespeichert, weil ich ja vorher all diese Rechenaufgaben lösen musste, um ihn überhaupt zu erwerben. Ich habe ja, also dadurch, dass ich ihn besitze, habe ich ja schon, zeige ich ja, zu welcher Leistung ich mindestens einmal fähig gewesen bin. Präzise zu machen, du musst das nicht lösen, sondern die Miner lösen das. Ja, die Miner lösen das. Und von denen kaufst du dann den Bitcoin über eine Börse. Genau. Aber ich gebe Geld dafür aus, dass andere dieses Problem gelöst haben. Richtig. Was ich ja zum Beispiel beim Aufkaufen oder wenn ich Bargeld erwerbe, was für einen Gegenwert habe ich denn da eigentlich oder was für eine Leistung habe ich damit eigentlich erworben? Eine vermeintliche staatliche Garantie. Genau. Kannst du dir vorstellen, dass unter anderem auch dadurch, wie über Bitcoins berichtet wird, in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, da passieren Dinge im virtuellen Raum, die das gesamte Finanzsystem irgendwie mindestens gefährden, wenn nicht sogar aus den Angeln heben können. Es wird ja immer wieder dann darüber berichtet, dass man die jetzt schon, man kann drauf wetten, ob der Bitcoin fällt, ob der Bitcoin steigt und so weiter. Also er ist ja zu einem offiziellen Gegenstand der Börsenspekulation geworden und dass dann immer mehr Leute auch das Gefühl haben, Moment mal, da ist ja auf dem Planet Internet jetzt eine ganz andere Dynamik im Finanzsystem, als man das vorher hatte. Also das ist natürlich eine Technologie, die jetzt in den Kinderschuhen noch steckt. Mhm. Und der Bitcoin ist im Prinzip von den ganzen Kryptowährungen die erste und meiner Ansicht nach auch die, wie soll ich sagen, primitivste. Da ist eine Evolution in der Idee drin. Also was mir wichtig ist an der ganzen Geschichte, ist einfach die Genialität dieses Konzeptes erstmal zu verstehen. Also das, was in den Medien gemacht wird, immer zu fragen, ist es eine Blase? Mhm. Was ist denn so ein Ding wert? Heute 16.000, nur 13.000. Ja. Das ist eine völlig falsche Fragestellung. Mhm. Also ich glaube, wir können ganz ruhig sein, was Bitcoins betrifft. Wir gucken uns mal an, wie das weitergeht. Und in der Evolution haben sich viele Dinge immer noch selber geregelt.